Hallo und herzlich willkommen zurück zu War Thunder und zurück zu einer neuen Folge Road to Meteor F3. Ja, heute ist Staffel wieder pralle voll, denn ich habe andere Leute dabei, die auch den Meteor erforschen. Das ist einmal der Lavenza. Moin, auch wenn es nicht stimmt. Ja, einmal der Top 7 hier. Hallöle. Und der Hörnchen spielt. Moin. So, dann würde ich sagen, drücke ich mir gleich mal auf Battle. Wir spielen natürlich HB. Hier im perfekten Flugzeug, um den Meteor zu erforschen. Und ich werde wahrscheinlich kläglich versagen. Maybe hier. Erster Flug mit dem Ding, glaube ich. Yay, oha. Berlin. Hat er gerade mit der Hellcat ganz gut geklappt, ja. Ich bin äußerst überrascht, dass wir nicht den Military Exercise boah, da bin ich froh, haben. Stimmt. Ja, weil irgendwie so 90% von allen HBs mit der Spitfire 11 Mark 9 sind irgendwie der Military Exercise Preparation for Landing on Hokkaido. Ja, landen. Hm? Ja. Wer's glaubt. Landen und Frieden. Genau, Landen und Frieden. Das hier ist gegen die Russen, oder? Ja, gegen ja. Russen. Jo. Yay, alle vergasen. Ach nee, grün gibt's ja nicht mehr so. Ich hab rot. Ah, genau. Das einzig wahre Pink. Oh, das habe ich noch drinne, sehr gut. Muss erst aber in die Kette reinnehmen. Habt ihr eigentlich noch das Dings drin, also die Temperatur und die ja, ja. Munitionsanzeige? Ja, das gibt's ja seit dem neuesten Patch hier. Ja, und verschwindet auch immer. Was verschwindet? Meinst du, dass jedes Mal neu einspeichert, meinst du, oder? Genau. Ja, das nervt ein bisschen, also. Ja, der Bug noch. Da kann man noch was machen. Cleo, wo bleibt dein Kunstflugrauch? Oh. Ich. Ihr habt der Rosa. L. Ah, jetzt. Der Rosa. Ja. Die männlichste Farbe. Ja. Pink, by the way. Oh, pink. Hey, was? Pink, lila? Lila. Magenta, ne? Magenta, genau. Mein Kunstlehrer hat damals immer gesagt, lila gibt es nicht. So, besser. Leo, deine Farbe stimmt nicht. Mei, scheiß drauf. So sieht's schön bunt aus. Guck mal, die anderen okay, haben gerade noch mitgemacht. Nee, deine macht noch mit. Da, da unten. Irgendwo war noch ein blauer gewesen. Ja, aber das ist ja schon weg, leider. Warum? Damit hast du die schon freigeschaltet, da hast du dann schon ein paar Teile freigeschaltet für die? Ein paar habe ich schon, ja, vom damaligen von Arcade noch. Ich habe die noch nie gespielt, muss ich sagen. Also umso ich besser, deswegen für Repairs. Ich spiele das Ding ja jetzt seit, glaube ich, 2 Tagen oder so. Und es ist mein 5-bestes Flugzeug im HB jetzt. Okay. Und ich glaube, bis ich den Meteor habe, ist es auf Platz 1. Sicher. Voll ausgebaut. Ja. Ich hab's auch mit dem einzigen Schneeflocken-Decal verziert, das es gibt. Also das man hat, ohne irgendwie hier auf Steam groß einzupoffen. Eins ist extrem teuer, stimmt? Eins ja, gibt's nur 2-mal oder so, hab ich gesagt, gell? Genau, eins gibt's nur 2-mal, das war mal kurz im Angebot gewesen, hat 86 Euro gekostet. So billig sogar. Nur 86 Euro, ach sowas. Klacks. Ich kauf ist doch für dich billig, oder? Ich kauf mir die Premium-Version davon. Ja, die ist aber, glaube ich, nicht mehr im Angebot. Muss man bei Steam nachschauen. Machen wir Rauch aus. Ja, sonst sehen uns die Gegner besser. Sag mal was anderen auch mal. Smoke. Ja, die. Off. Wenn, dann haben sie Pech. Ja, nee, die verraten noch. Achso, da vorne. Der Wasek. Ah. Hat es dir geholfen? Oh, ja, jetzt. Muhaha. Alle gehören meinem Befehl. Verstanden! Die Welt erschafft es mal. Ich finde dieses also, neue System ein bisschen umständlich. Das ist echt ein bisschen doof. Vor allen Dingen hat man sich einmal dran gewöhnt gehabt und dann ändern sie es wieder um. Antwort? Das war Team. Das hat etwas lange gebraucht, aber
Ja, oh lol, davon sind schon ganz viele Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Höher als du oder niedrig? Alle ungefähr auf meiner Höhe. Also 3 auf jeden Fall genau auf meiner Höhe und eine oder zwei ein bisschen über mir. Und noch einer weiter unten. Lorenzo, wenn du jetzt ein Feind wärst, wärst du so am Arsch. Ja. Boah, mein Wasser ist ja auf 130 Grad. Wo ist denn jetzt so gut? Vor Top. Und 1,8 Kilometer vor dir. Ja. Lavotschkin 7. Alter, ist die hoch, what the fuck? Eine B509, oder? Die neuen B509. Bug, ein Gefühl sagt mir, dass wir da nicht drüber fliegen sollten. Ja. Hm. Und ein Gefühl sagt mir, dass wir etwas mehr Speed gewinnen sollen. Ach Gott, da kommt doch noch eine Lassie. Mach du Schande, ey. Ich glaube, wir können diesen Kampf nicht mehr heraushalten. Ich habe gehört, die LAN 9 soll nicht so gut sein. Ja, wir können aber sie alle ausdrehen. Ja, 423 mm. LAN 9 ist das gut. Flugzeug sofort die Nase nach oben reißen. Also ich mag die LAN 9. Also, eigentlich cooles Arcade-Flugzeug mit der wenigen Munition halt, aber ansonsten. Aber hab ich nie. Oder kommt eine LAN 7 straight auf mich zu? Ja, straight. Ich dreh weg. Hä? Wo bist denn du? Fliegst du da unten? Halt, ja, wieso fliegst du da unten lang? Kommt straight auf mich zu. Ein Kilometer weiter unten. Oh, no. Ah, da kommt's an. Oh, lol. Pilot hat da nice oder was? Pilot ja, Pilot. Ja. Sehr gut. Easy kills. Dafür brauchst du, was du jetzt findest? Jagd 3. Nicht wirklich etwas, was ich Head-on machen will. Nee, ich kann jetzt leider keinen Ding machen. Da ich kämpfe. Nächste. Nächste da, 7. Geht auf mich. Ja. Oh, wascht. Hab sie getroffen? Treibstofftank wurde beschädigt. So. Okay, vielleicht schaffe ich es noch zur Base. Oh. Der Blitzer wurde kritisch getroffen. Nein, ich schaff's nicht mehr zur Base. Da kam noch eine Jagd 3P dazu. Schade. Ich mach mal über die Lars. Und wieder frage ich mich, ja, wo ich ist die verdammte. Ich bin auch an der Lars 7 dran, die hab ich. Ich glaub, die dived weg, oder? TeamSpeak Deluxe. Oh, ich sollte aussteigen. Victor, seid ihr das hier im Test? Jetzt geht's. Oh, super. Ja. Hey, wake up. Und da kommt ein Hey, wake up. Das war wahrscheinlich der Joker. Kann ich da mal fix nachlesen? Über mir, ja. Joker war das. Ja, vermute ich mal. Ich muss das ja anders nachschauen. Olli, versuch dir die, ich muss back to base. Back to base? Back ist rot. Oh Gott, das war's. Ich bin tot, ich bin tot. Wurde abgeschossen. Gibt noch irgendjemand? Nee, ich lebe noch, aber... Gott, das war mal ein erfolgreiches Road to Meteor. Mayday, Kunstrauch an! Oh, das war ein Treffer. Oh, fuck. Oh ne, ich bin eine LA7. Ja, ich bin so tot, Alter. Dive mal weg, vielleicht kann ich irgendwas machen. Im Dive. Komm mit dir hinterher, locker. Okay. Kraft, Lewis, ich glaube, ich gehe jetzt irgendwie random noch mit irgendjemandem. Und dann ist es gut. Ach nee, lol, da ist ja eine Jagd 9U direkt hinter mir. Fug. Ja, gar nicht mal so gut. Blitters. Das geht da ärgerlich anders. Und oh, direkt viel hinter dir ist, ja. Ja, mein Flügel ist ein bisschen im Arsch, ich kann kaum. Ja, hätte ich was getroffen. Naja, der hat ordentlich daneben geschossen. Das Problem ist. Oh, schade. Fast bis jetzt hat mich noch niemand getroffen, außer einmal die Lassie mit dem Flügel. Komm, jetzt mal. Jetzt. Wow, wow, und die andere. Lol, schau, was mit der anderen passiert ist. Wing Overload. Lol. Was ist mit der anderen passiert? Wing Overload. Nee, das hat irgendwie anders ausgesehen. Ansonsten wäre die andere auch ziemlich defekt. Und die wurde auch nicht abgeschossen, es kann eigentlich nur Wing Overload sein. Steige aus! Sagen, es ist immer noch am einfachsten gegen die Deutschen. Ja. Aber mir war nie klar gewesen, dass die da 7 so krass steigt, ey.
Also das Problem ist, gegen die Deutschen kannst du diese Ausweichmanöver einfach total einfach anwenden. Und die Russen sind viel manövrierfähiger und das ist man gar nicht gewohnt irgendwie. Ja. Und die Russen steigen besser. Hab ich das Gefühl. Ja, die La 7 steigen gut. Mhm. So, ja, können wir eigentlich in den Hangar gehen? Ja, nee, ja, lass mal zurückgehen. Kann man kurz in die Statistik reinschauen. Yay, ja. Es lebt noch eine Spit, ein Bowfighter und eine B-17. Das ist verloren. Ja. Ich bekomme 5370 Lions. Eine Ausbeute. Wow. Yay. Oh, ich hatte immerhin 2 Minuten 17 Battletime. Krass. Ja, vorhin mit meiner Hecke 67.000 verdient. Briten sind meine Gelddruckmaschine. Oh Mann, ich schramme es so knapp an der Million vorbei. Ey, nur ein gutes Spiel und ich hetze. Gerade bei 949.000. Ich hab mir ja heute früh die Bierkette gekauft, die erste. Oh, nice. Und hab schon wieder über 3,5 Millionen. Geil. Wie kriegt ihr immer so viel Geld an? Premium-Flugzeuge fliegen. Und Battle-Trophies. Na, das geht so. Ich habe heute mal wieder eine gehabt, aber ansonsten sind es halt immer nur so die 1.500. Die 10.000 so. Ja, na, die hatte ich vorhin auch. Ich hatte einmal 1,5 Millionen Battle-Trophies. Nee, das hatte ich nicht. Ach verdammt, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie lang das ging. Lass mal nicht so ausschweifen, wir sagen, wir beenden die Folge hier. Okay. Ich bedanke mich trotz des miserablen Gameplays fürs Zuschauen. Und hoffe, dass man sie beim nächsten Mal sieht. Alle anderen Kanäle vom Lavinza, TopsMG und vom Handel spielt natürlich in der Beschreibung. Ansonsten, man sieht sich beim nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Ciao.